Ey, das wurde mir voll oft empfohlen. Bester Döner Norddeutschlands mit Rohat von Dings, Abu Goku. Wollte ich mir gönnen, habe ich vergessen. Gucken wir uns jetzt an, auf süß. Let's go, der Hase. Leute, heute sind wir bei einem Döner. Oh nein, Bro, der Döner-Experte ist wieder da, ne? Wisst ihr noch die alte Döner-Tour, die wir uns angeguckt haben? Das war so lachkick. Döner alleine verdient ein ganzes Video, deswegen bin ich heute hier mit Rohat und mit seinem Schuhen. Ja. Sag mal, als du mich angerufen hast, was du gesagt hast. Er sagt zu mir, bester Döner Deutschlands. Ich habe gesagt, den besten Döner, den ich in Norddeutschland gegessen habe, mit weitem Abstand. Alter, Bruder, was ist das für eine Bewertung, was ist das für ein Laden? Ich sage, chill mal, der ist so unscheinbar, der Laden. Wir sind hier bei Pascha Imbiss in Neumünster. Ich habe hier einmal gegessen und war die letzten 3 Tage hier. Der Mann hat um 15 Uhr kein Fleisch mehr, weil das einfach weg ist. Oha, kranker Scheiß, läuft bei ihm. Du warst die letzten 3 Tage, bist immer hierher gefahren. Ja. Nein. Doch. Wallah? Ja. Man könnte denken, Rohat ist sein Sohn, ne? Ist wirklich so. Das ist fett. Das ist fett, ja, das stimmt. Kennt mich schon mit Vornamen? Nein. Doch. Du lügst. Also heute wird das 4. Mal, wo ich hier bin. Nein. Wallah. Also auf jeden Fall, wir gehen rein, bestellen uns einen Döner und einen Dürüm. Du musst mir eins nur sagen, du wirst dich nicht von diese Bewertungen von Google, die musst du wegnehmen. Ja. Oh, das ist schon gefährlich. Das ist schon gefährlich, wenn man sagt, bevor man testet. Bro, guck nicht auf Bewertungen von Google. Ja. Viele Läden haben auch nicht eine gute Bewertung wegen dem Preis oder sonst irgendwas. Aber der Assalamu alaikum. Aleikum salam. Das ist der Spieß. Ach, der Spieß ist Lahm, Eier, Lahm. Also welches Fleisch ist das? Komplett. Wir nehmen 2 Döner. Und ein Dürüm. Kannst du den Dürüm in Hälfte schneiden? Was mit Kato? Willst du auch her? Okay, 3 Döner und ein Dürüm. Ein Pluspunkt, würde ich sagen, dieses Getränk haben wenige Dönerläden. Ich muss zugeben, einer der Sachen, die ich am allermeisten vermisse, seitdem ich hier in der Türkei bin, so aus Deutschland, sind wirklich Döner. Boah, ich vermisse deutschen Döner, voilà. Boah, weil allein in dieser Bude da stehen, sich diesen Döner bestellen und so, dies, das. Boah, das war schon kranke Experience, ne? Aber das ist crazy. Fanta Exotik, ja, das stimmt. Die haben auch, glaub, das ist nicht Fanta Exotik. Doch, doch, das ist Exotik. Ja, aber das ist nicht Fanta. Hä, das ist nicht Fanta? Nein. Ich dachte immer, das ist Fanta. Gehst du öfters hier essen? Ja. Ist gut? Schmeckt. Aber so wie die Bewertung ist, ist erlaubt. Vor allem Berliner Döner, andere Welt. Boah, ich finde, Berlin, die Dönerkultur dort ist teilweise so, du kannst gefühlt um Ecke gehen, egal in welchen Dönerladen du da gehst, es schmeckt geisteskrank. So habe ich das erlebt. Walla, wo wir damals mit den Jungs so ein paar Mal in Berlin gewesen sind, Bro, wir sind in egal welchen Dönerspot reingegangen und der Döner da war geisteskrank. Warum nicht, ne? Er hat Angst, weil Bewertungen Google gesehen, er denkt jetzt so, oh, Digga, ich schwöre, das sind Top 3 Getränke. Er ist das erste Mal hier, ich bin jetzt das 4. Mal hier. In 4 Tagen. Ich dachte, du machst Ernährung. Ja, Bruder, ich bin doch trotzdem am Abnehmen. Ich bin doch Kaloriendefizit. So, und das selber gemacht, das Fleisch, komplett, ne? Und das Brot macht ihr auch selber, oder? Hier drüben haben die gesagt. Genau. Lahmacun, aber es ist schon leider alle. Lahmacun, ist alle schon? Das ist das Brot, ich liebe das. Das ist so dieses Fladenbrot-mäßig. Es ist immer so bei dir, Rohat, du musst immer nach oben gucken, wenn du mit ihm redest. Ich fühle mich einfach wie sein Sohn so kurz. Ich kenne ihn seit der 5. Klasse, 5., 6. Klasse so. Echt jetzt? War da schon so groß? Na, ungefähr. Abo, kocht dein Vater eigentlich noch? Manchmal aber so, wir konnten uns darauf einigen, wenn er kocht und was Nettes tun will. Ich sag so immer diese Ausrede mit, also es ist ja keine Ausrede, stimmt ja wirklich. Ich sag, ey, ich versuche ein bisschen gesünder zu leben und sowas. Und dann, wenn er kocht, zum Beispiel letztens, er hat mir Dings gemacht, so Reis mit Hähnchen. Das war schon lieb, das war nett. Also nicht, dass jetzt das mein Vater machen muss, aber er macht's halt manchmal gerne so. Ich war 1,70 oder so mit 12. Da hättest du mich schon auf den Kopf spucken können. Warum willst du mir auf den Kopf spucken aber jetzt? Nein, ehrlich nicht. Oder Rohat, warum ist er so respektlos? Verstehe ich auch nicht. Ich weiß nicht, ob du den Call fühlst, aber ich mag sogar Schafskäse auf Döner. Boah, ich kann diese Gucci-Tasche nicht mehr sehen, ne? Ich kann dieses Band nicht mehr sehen. Ich krieg da so Knacks, generell diese Farben, ne? Eigentlich. Ja, nimm dir auch normal Schafskäse, ist Baba auf Döner, hä? Ich mach's nur nicht, damit der Geschmack nicht verfälscht. Ja, weil das einen sehr dominanten Geschmack hat. Wie viel hast du jetzt abgenommen? 14 Kilo. Echt? Ja, und ich... Boah, sehr stark. Richtig, richtig gut. Boah, man merkt das auch todes an den Fotos und sowas, finde ich, dass er abgenommen hat. Wusstet ihr, by the way, Funpack, ne? Bevor ich mit meiner Diät angefangen habe, also vor meinem Umzug, wog ich einfach so um die 112 Kilo oder sowas. Und jetzt, walla, ich wieg 97. Boah, ist das nicht krass, wie viel ich abgenommen habe? Ich habe geisteskrank viel abgenommen. Stark, aber stark, stark. Ist aber nicht gesund so schnell. Mach dir keinen Kopf, call me, bro. Ist auch viel Dings, viel halt Wasser, was flöten geht, wenn du Low Carb dich ernährst und sowas. Bei mir ist alles gut. Ich ernähre mich gesund, ich achte auf mein Eiweiß, ich achte auf meine Vitamine. Ich würde sogar so weit gehen, um zu sagen, ich habe mich noch nie in meinem Leben so gesund wie gerade eben ernährt, Bro. Ich esse Salate, ich esse dies, Gemüse und so weiter. Und das habe ich noch nie gemacht, Bro. Deswegen, ich fühle mich schon gut. Ich esse die ganze Zeit Döner. Aber ich
muss auch dazu sagen, ich habe Muskeln viel aufgebaut. Boah. Fass an, Rohr. Aber du musst, Wallah, du musst ehrlich sein. Boah, stabil, Alter. So weich irgendwie. Ist so weich irgendwie. Boah, das ist auch bei meinem Bizeps immer das Problem. Der ist so weich, aber wisst ihr, woran das liegt? Weil guck mal, bei meinem Körper ist so, richtig viel von meinem Fett lagert sich einfach in meinen Armen an. Und Leute denken manchmal so, oh mein Gott, der hat 60er Bizeps und so, ne? Aber ich schwöre, kein 60er Bizeps, Bro. Auch halt damals, wo ich so richtig breit war, ne? War das so, dass das immer Bizeps-Muskel gemischt mit sehr viel Fett war. Das habe ich immer von selber gesagt. Okay, mach mal deine Hand flach. So. Guck mal, siehst du hier? Ja, Bruder, wenn ich meine zwei fetten Titten zusammenkomme, Twitches sind auch hart. Sass. Dürüm kannst du machen. Mit allem. Wo ich das erste Mal gesehen habe, dachte ich, die machen Pizza. Du wirst gleich sehen, warum. Guck, und die scharfe Soße ist so brutal lecker. Das ist diese Schärfe, die so weich in deinem Mund. Ah, by the way, mein Ziel ist es, also ich will am Ende, inshallah, 85 Kilo sein. Das ist mein Endziel. Und dann gucke ich, was ich mache. Entweder ich versuche dann ein bisschen fitnessmäßig mehr aufzubauen oder ich bleibe da bei dem Gewicht dann. Das ist... So. Also man sieht schon auf jeden Fall, dass der Spieß ein ganz anderer ist als so quasi... Also man sieht auf jeden Fall, dass es selbstgemachtes Fleisch. Junge, Fleisch sieht schon richtig saftig aus, muss ich zugeben. Und die haben hier auch nicht die Box, die das warm hält. Oh. Ach, kannst du mir nur einmal zeigen, nochmal, wie du den... Also das sieht nicht aus wie dieses Separatoren-Cringe-Fleisch. Wisst ihr, was ich meine? Auf den. Du den reingemacht hast? Guck mal, die lassen ihn so und dann machen sie ihn einfach in den Ofen rein. Das heißt, ich kenne das nur, dass sie das zurollen. Ja, hat das einen Grund, warum ihr das auf reinmacht? Und dann ist Salat auch heiß nachher. Das heißt, ihr macht das jetzt heiß... Weil, genau, und dann das Salat drauf. Ach Freunde, ich bin so um die 1,80. Und jetzt hast du gerade Öl auf den Spieß gemacht, oder? Ja. Willst du noch fragen, ob er vorhin seine Nase geputzt hat? Danke, Rohat. Er stellt so Fragen, ne? Hast du gerade Öl auf den Spieß gemacht, oder? Ja. Willst du noch fragen, ob er vorhin seine Nase geputzt hat? Damit er nicht so trocken ist, das Fleisch? Weil Fett ist ein Geschmacksträger. Armin, wie viel Prozent hast du Fleisch? Man denkt, er arbeitet bei Galileo, Bro. Wie viel Prozent hast du Fleisch? 60-40, aber Kalbfleisch? Ja. Du bist der Besitzer vom Laden, ne? Ich habe hier viele Neumünsteraner getroffen. Junge, wie krass kennt sich Abu Goku mit diesem Fleisch aus? Was sind das für Fragen? Ich küsse doch seine Seele, ne? Bis jetzt alle haben gesagt, das ist der beste Dönerladen hier. Aber warum ist die Google-Bewertung so schlecht? Jeder hat seine Meinung, weißt du doch. Du kannst nicht jemanden zwingen, jeder schreibt was anderes. Einige schreiben was Gutes und einige, weißt du? Kann sein, dass da irgendwas ihnen nicht gefällt. Also die kommen auch von anderen Städten hierher. Boah, aber man muss sagen, boah, der legt da schon Batzen rein, ne? Der füllt den schon voll. Um hier zu essen, also Real Talk. Kiel. Ich bin ja selber aus Kiel. Habt ihr immer nur einen Spieß? Ja. Okay, und wie viel Kilo? 30, 35, ja. Ist ja auch Kamera dabei, ist für die Kamera. Ey, Walla, das ist das, was ich mir denke, ne? Immer, wenn ein YouTuber kommt und sagt, ich bin ein YouTuber, ich drehe hier ein Video, hundertprozentig, er kriegt Spezialbehandlung. Darüber haben wir schon mal geredet. Und deswegen, ich bin eher der Freund, wenn man sowas dreht, dann vielleicht versuchen, das so undercover zu halten, keine Ahnung. Zum Beispiel bei mir war ja ein bisschen was anderes, ne? Wenn ich das in der Türkei drehe, ich sag euch, wie es ist, Bro. Die meisten juckt das gar nicht, dass ich da mit einer Kamera sitze, ne? Die interessiert das nicht, Bro. Also ich sitze da, Bro, gefühlt niemand merkt das, ne? Vielleicht er kommt und macht noch Salz auf mein Essen. Das ist das, was er für Show macht, für die Kamera. Aber ansonsten wird da nichts passieren. Das hängt von der Tat ab, weißt du? Ah, okay. Das ist jetzt deiner Rohat? Ja. Was ich so feier bei den Döner, die machen den so weit auf, dass der nicht so aussieht, dass du den Gefühl gar nicht essen kannst. Guck mal, der sieht jetzt mittlerweile so platt aus. Vor allem in Istanbul juckt das kein. Aber glaub mir, Naruto, als Blogger so, du kriegst richtig Ansehen hier in der Türkei. Boah, für die Leute ist dieser Begriff Blogger ist hier in der Türkei so richtig krass angesehen. Ich schwöre. Checkst du? Mein Döner kannst du machen außer Rotkohl und Tomaten. Sonst mit allem. Guck, wie weit er den Ausschnitt. Ja, alle Soßen. Genau, normal scharf kannst du machen, ja. Machen erstmal. Granatapfel, ja. Da streiten sich ja auch wieder. Kannst du machen. Da streiten sich auch wieder die Gelehrten. Ich bin aus Neumünster und ich schwöre sogar, so wie es da aussieht, kriegt jeder seinen Döner. Prall gefüllt und saftig, knaftig. Oh, okay, dann glaube ich dir, Bruder. Ob die Soße am Boden vom Brot machen oder erst oben drauf. Viele machen das auch nicht unten am Brot, weil die sagen, sonst wird es weich. Das kommt aber nicht durch dieses Brot durch, weil das von draußen so knusprig ist. Guck mal, da ist die Karte. Pommes, Lahmacun und Döner und Salat. Ja, klar. Shukran. Barakallahu fik.
Dankeschön. Ey, kennt ihr das? Ich finde, als Kind und sogar heute noch manchmal, ist das das geilste Feeling, wenn einem so kalt ist und man macht seine Ärmel in T-Shirt rein und chillt dann. Kennt ihr das? Bro, ich liebe das. Voila, das ist so nice, ne? Richtig gut. Aber du gehst direkt hier rüber und kannst dann hier essen. Hier machen die das Brot und so. Oh mein Gott, damals immer gemacht, das war geisteskrank. Drinnen essen, das Gute ist aber, du gehst direkt hier rüber und kannst dann hier essen. Hier machen die das Brot und so, Rort. Guck mal. Hier machen die das Brot, bereiten den Teig vor, dies, das. Da sind die Öfen, oder da ist der Ofen so für Brot und so. Und das war's, für mehr benutzt ihr das, glaube ich, nicht. Ich freue mich so heftig auf den Döner. Okay, ich bin gespannt. Guck mal, das ist aber das Gute. Ich bin auch echt neugierig, was Rohat sagt, wirklich. Du kannst ihn, der ist nicht so komplett offen. Ja, ja. Checkst du, du kannst perfekt reinbeißen, guck dir das an. Ey, ich finde auch, der hat so eine richtig chillige Größe. Und das Brot, das, was ich meine. Das ist knusprig, okay, Jan, ein, zwei, Bismillah. Der kritische Blick. Sag mir erstmal, wie findest du das Brot für den Döner? Gut. Okay, Kato? Das ist so random, das Video. Krass, oder? Das Brot? Bruder Rohr, du bist schon weiter als ich mit dem Döner. Die Mitte ist das Heftigste. Ich frage dich eine Frage. Ist die Bewertung... Rohat hat vielleicht zwei Worte in dem Video gesagt, ne? Das ist auch so witzig, wie wenig er redet. Ich sag, es ist ein Döner, den man auf jeden Fall alltäglich gut essen kann, so. Vergiss nicht, wir sind in Norddeutschland. Rechne nicht Berlin mit. Nimm die weg. Ich habe unten Salat, Fleisch und Soßen. Ich habe immer noch alles von da. Also der Döner ist krass. Hätte ich nicht mit gerechnet. Kleiner Kritikpunkt. Ich hätte die scharfe Soße nicht nehmen sollen. Echt jetzt? Ich hasse scharf. Die ist aber mild, übertrieben mild scharf. Warum hast du denn scharf genommen? Seit Hot. Ja, weil du gesagt hast. Ach so, da war ja was. Jetzt mal ehrlich, Kato. Ich rede nur Norddeutschland. Hier bei uns, die ist unsere Ecken. Hast du schon mal ein bisschen... Junge, immer wieder dieses, ich rede nur von Norddeutschland, nur Norddeutschland, okay? Ausgeschlossen, wer das immer wieder sagt. Hast du einen Döner gegessen? Nein? Nein? Ja, ich ess dich auf, ich sag dir das. Chill, 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 Bruder, chill, chill. Chill, Kato. Er verdeckt seinen Halsschlag, Ada. Die ist weg, Bruder. Warte, 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 warte. Hier, komm, bitte. Ich hab sie, alles gut. Bruder, chill. Und die geht in seiner Fanta rein. Egal, Bruder, teil doch wenigstens ein bisschen. Weißt du, was ich meine, Kato? Also ich sag, natürlich kann man das nicht mit einem Berliner Döner vergleichen. Doch, der ist sogar besser als manche andere. Also ja, gute Berliner Döner, sage ich. Ich finde den Döner besser als den von Imren Grill. Meine Meinung nach 100%. Und jetzt kommt der Dürüm. Oh, bitte guck mal. Ey, Junge, das Video ist auch so random, ne? Voila, ist so, ich wollte den nicht. Einfach tasty. Tasty ist Englisch, das heißt getestet. Man kann ja Tasty heißt getestet, Chat. Auf jeden Fall clean essen. Dann passt ja die Bewertung überhaupt nicht von dem, was in Google steht. Ah, stimmt. Also den schaffe ich nicht mehr, ne? Der wird dir auch zu scharf sein, der ist viel, viel schärfer. Wow, bin schon gut satt. Noch eine Sache. Ich bin kein Holle oder Evanio oder John Broke, die so richtig krass das beschreiben können. Die sind ja schon viel länger als ich in diesen ganzen Food-Sachen und die haben viel mehr Erfahrung. Deswegen. Ja, okay, Bro. Jump Rope beschreibt gefühlt gar nicht. Nimm mir das nicht übel, wenn ich nicht bei allem so die. No front. No front, perfekte Bruder. Erklärung finde. Ich hoffe, mein Gesicht. Ey, Walla, ich fand, Junge, er hat dieses Fleisch beschrieben, als ob er ein Weltmeister ist. Das Ausdruck reicht, damit ihr ungefähr einschätzen könnt, ob es schmeckt. Bro, er hat sogar den Verkäufer Fettgehalt und so gefragt. Ich hatte keinen Plan. Aber, ja, genau. Also, Rohat, ich sag dir, Norddeutschland 9,8 von 10. Für mich. In Norddeutschland, Bruder. Chat, Norddeutschland. War einfach wundersüß. Der war echt. Hol mal deine Jungs her. Ich habe eine Frage an euch. Kommt mal hier hin, Bruder. Habt ihr schon mal hier gegessen? Bruder, schmeckt echt gut hier, sag ich ehrlich. Okay, habt ihr schon mal hier. Aber ihr müsst ehrlich sein. Bruder, wo kommt ihr? Habt ihr schon mal einen besseren... Oha, Junge, 100 Mann stehen vor der Tür. Döner hier gegessen irgendwo? Ganze Jugendherberge ist da. In Neumünster? Also bis jetzt noch nicht, nein. Ich habe gesagt, das ist für mich der beste Döner noch. Chat, aber nur in Norddeutschland. 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 Schon mal woanders in Schleswig-Holstein gegessen oder so? Nein, noch nicht. Ja, ich einmal. Kiel. Ja, Bruder, aber Kiel kriegst du... Dings, weißt du? Onkel. Ah, das ist Werbung für deinen Onkel machen. Wo soll er sein, in Wittorf? In Wittorf wahrscheinlich. Ja. Sollen wir Gruppenfoto machen dann? Ja, okay, komm. Chat, aber das ist das beste Foto nur in Norddeutschland.
habe deine Geschichte gehört, diese mit Wassereimer. Was hast du gehört, Bruder? Wassereimer. Mit diesem Wassereimer. Dann hast du hat er auch dich so und ist er von der Schule geflogen. Nein, ich küsse dein Herz, Bruder. Oh, Entschuldigung. Okay, tamam. Also ich sag overall Norddeutschland-Bewertung. Ich kann's nicht mehr hören! Ist wirklich ein guter Döner. Also ob ich in Hamburg schon mal einen besseren gegessen habe, weiß ich nicht, weil ich in Hamburg nie Döner gegessen habe. Bruder, ich habe in Hamburg einen gegessen, den kann ich noch nicht leaken, weil da gehe ich auch noch hin, da werde ich mit Arda noch hinfahren. Das Fleisch, die schneiden ein Stück ab, das ist so lang das Fleisch, das ist Jabra-Fleisch, richtig. Und ich finde den trotzdem besser zu essen, weil dort haben die nur Dürrenbrot und die haben... Genau, das habe ich mich auch gefragt. Was zählt alles zu Norddeutschland, Chat? Also, welche Städte jetzt zum Beispiel? Keine Soßen drin. Du weißt, so Türkisch-Style. Aber Norden, Norddeutschland halt, ne, Chat? Ich persönlich, oder was soll ich sagen, ich bin vereuropäisch wahrscheinlich. Ich mag es mit Soßen mehr. Ja, Mann. Weißt du, was ich meine? Ich sage eine 9, weil der Kien zu essen ist. Und das Fleisch ist ein bisschen anders. Selber gemacht. Ja. Ey, das Fleisch ist ein bisschen anders, Chat. Also, wenn ihr hier... Das ist die kleinste Violine der Welt. So aus der Nähe kommt oder so, checkt das mal selber ab, macht einen Insta-Post, markiert uns drauf oder so und sagt, ey, der war lecker, damit wir das einmal sehen. Also auf jeden Fall, ja genau, vielen Dank fürs Einschalten, danke, dass ihr am Start wart. Checkt am Ende auf jeden Fall noch KingCans ab. Erster Link oben in der Videobeschreibung mit dem Code ABO10 oder ROA10 kriegt ihr 10%. Oder ihr scheißt auf uns beide und benutzt KingCan. Ja. Oder ihr scheißt auf alles und benutzt... Nee, scheißt auf der Handy auch. Die hat einen Code überhaupt? Breitenberger einen Code? Ich glaub nicht. Das war's mit dem Video. Danke fürs Einschalten. Lasst einen Kommentar da und schreibt euren Lieblingsdönerladen in die Kommentare, den wir vielleicht auch noch abchecken. Stimmt, das ist eine gute Idee. Lieblingsdöner in die Kommentare oder ob ihr schon mal hier wart und wie ihr den fandet. Assalamu alaikum, ciao Kakao. Alaikum salam. Tschüss mit. Bruder, ich sag so, wer will den letzten Dings, der ist geschnitten. Alle sagen nein, nur der von seinem Onkel Dönerladen meinte, ich will. Also wer ist besser Dönerladen? Hier. Oh, der hat seinen Onkel für ein Dürüm verkauft. Ich schwör's euch, der hat einmal seinen Onkel für ein Stück Dürüm verkauft, Bruder. Ei, Bro. Kauf einen halben Dürüm sogar, nein. Dankeschön. What the fuck is happening? Aber Chat, das ist halt der beste Dürüm aus Norddeutschland. Deswegen verstehe ich ihn. Aus Norddeutschland aber nur. Okay, komm.